So, herzlich willkommen zu Schock 3. Jetzt sind wir noch im Ladebalken. Man sieht, es sieht anders aus. Nicht mehr unten die Linie, sondern hier. Der Hersteller ist gleich, nur dass er diesmal auf seinen Nickname verzichtet hat. Genau, diesmal steht auch die Zahl dahinter. Schock 3 ist der letzte Teil der Serie. Fangen wir doch direkt mal an. Es geht weiter. Ja, sag ich mal. Erzähle ich erstmal die ersten beiden, falls ihr die nicht gesehen habt. Also erstmal guckt sie euch auf jeden Fall an. Sonst nützt euch das jetzt auch nichts. Auf jeden Fall, wir sind ein roter Mensch. In dem Sinne mehr kann ich nicht erzählen. Also erklären und haben unseren Meister gesucht. Den haben wir auch gefunden, haben eine Menge Leute da niedergeschlagen und dann mit ihm gekämpft und jetzt geht der Kampf weiter. Ja, ob das unbedingt der Meister ist, weiß ich nicht, aber Chef oder sowas wird es schon sein. Also los geht's. Play. Stick Page.
So, wie man jetzt schon 3-4 Mal aufmerksam geworden ist, es wird keinen vierten Teil geben. Und das war doch mal das beste Ende, was es jemals gab. Also, ich finde, das ist wirklich das Beste. Die besten Credits, die ich jemals gesehen habe. Schon alleine für die würde es sich lohnen, diesen Teil zu sehen. Man konnte sehen, die Leute sind dünner als vorher. Sie sehen etwas hässlicher aus, doch im Prinzip ist es nicht schlimmer, da man die Attacken in dem Sinne, die Bewegungen viel leichter verfolgen kann. Ja. Also war es einfach, das war der erste bis zum dritten Teil. Alle drei Teile habe ich mit euch jetzt gesehen. Wie gesagt, wenn ihr sie euch alleine nochmal ansehen wollt, unten in der Beschreibung. Und ja, das war's eigentlich. Bis demnächst. Ciao. Euer Alester. Tschüss.